Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu Alena Tarot. Mein Name ist Alena. Heute möchte ich gerne mit dir Löwe, deine Monatslegung November 2021 mit dir teilen und wie gewohnterweise mit auf den Weg geben. Löwe, es wird ein prickelnder Monat, ein Monat, wo es darum geht, deine Hingabe zu testen, deine Antworten zu finden, deine Liebessituation in den Griff zu bringen. Auch die ältere Generation ab 55, 60 Jahren aufwärts, Sternzeichen Löwe, Aszendenten Löwe, Geburtskarte Löwe. Okay, auch wenn du hier bist, um eine Person zu hinterfragen, die vom Sternzeichen Löwe ist. Es geht um Liebe, um Gefühle, um berufliche Veränderungen, aber vor allen Dingen um die Hingabe, die du wirklich an den Tag legen wirst. In vielerlei Bereichen wird getestet, inwieweit du etwas wirklich verdienst. Wie weit möchtest du wirklich etwas haben? Okay, was bist du bereit dafür zu tun? Schau mal, deine Hingabe wird getestet, Löwe. In den Finanzen, ja, wie gehst du mit der Kohle um? Wie viel kannst du wirklich ausgeben? Wie weit bist du bereit, auch jemandem finanziell zu helfen, ja? Wie weit bist du bereit, finanziell auch einen neuen Plan zu erstellen? Also du wirst getestet im Bereich Finanzen, im Bereich Spiritualität, im Bereich Arbeit. Erfreut mich die Arbeit noch? Ja, gebe ich auf der Arbeit auch wirklich alles? Geht es sich bei mir um Anerkennung? Werde ich richtig wertgeschätzt? Habe ich ein gesundes Mittelmaß auf der Arbeit? Oder gebe ich der Arbeit viel zu viel Aufmerksamkeit wie der Liebe? Oder gebe ich der Liebe zu viel Aufmerksamkeit und kann mich nicht auf die Arbeit konzentrieren? Der Monat November ist ein Monat, der mit ganz anderen Energien bestückt ist, wie das, was ihr bisher kanntet, okay, von Alena Tarot. Wir gehen hier mehr heute, egal wann du dieses Video schaust, darauf ein, dass eine harte Arbeit sich auszahlen wird. Ja, warum? Weil Löwe gerade einen emotionalen Konflikt hat, viele von euch, einen Konflikt in einer Partnerschaft, einen Konflikt mit der Arbeit, einen Konflikt mit der Selbstfindung, einen Konflikt mit Körper, mit Abnehmen, mit einem Ruhepol zu finden, die Zone des Komforts wieder in eine richtige Balance zu bringen, aber vor allem auch Gesundheit, körperlich, optisch, aber auch in der Partnerschaft ist hier Löwe im Monat November auf einer Energiesphäre oder Welle gerade unterwegs, wo es darum geht, Integration zu dir selber, immer und dann, wenn in der Arbeit, in den Finanzen, in der Liebe, in der Gesundheit vor allen Dingen, ja, auch in der Familie, auch mit Kindern, auch mit Freunden, egal was du im Monat November anzustehen hast, ja, hier geht es darum, immer und dann, wenn du keine Ruhe findest, wenn du merkst, es blockiert sich etwas, wenn du merkst, dass dein Körper und dein Geist und deine Seele nicht im Einklang sind, wenn du vor einer Trennung stehst, vor einer schwierigen Situation, wenn du merkst, dass eine Entscheidung etwas in deinem Gleichgewicht verändern kann im Monat November, wenn du merkst, dass deine Konzentration absolut nicht gegeben ist, ziehe dich zurück. Finde einen gesunden Ausgleich. Wenn du Motorrad hast, fahr Motorrad. Wenn nicht, geh an den See, geh ein bisschen auf die Wiese spazieren, barfuß, fühle die Mutter Erde unter den Beinen, unter den Füßen, ja? Ziehe dir die Schuhe aus, die Socken aus und stehe einfach nur auf dem Boden, barfuß, draußen oder drin, das ist ganz egal. Aber öffne das Wurzelchakra im Monat November, damit du mit Mutter Natur in Verbindung bist und meditieren kannst, in die Ruhe kommst, weil die Antworten findest du. Die richtigen Antworten für deine Probleme, für deine Entscheidungen werden kommen. Harte Arbeit zahlt sich aus, Löwe. Du hast Opfer gebracht, du hast Schmerzen erlitten, du hast Verluste erlitten. Viele von euch werden in eine Befreiungsenergie kommen, weil es wird getestet. Wie sehr hast du wirklich gelernt in deinem Leben? Wie sehr kannst du wirklich auch mit Verlust umgehen? Wie sehr kannst du auch mit dieser Bezugsperson, die du vielleicht verloren hast oder Angst hast zu verlieren, auch in einer Partnerschaft, wie sehr kannst du damit umgehen, wenn dieser Mensch nicht mehr da ist? Stelle dir einfach mal vor, alleine zu sein. Wie fühlt es sich für dich an, mal einen Tag nicht mit diesem Menschen zusammen zu sein? Wie fühlt es sich für dich an, Kontrolle loszulassen? Wie fühlt es sich für dich an, Verlustängste loszulassen? Wie fühlt es sich an, eine Situation, in der du Angst hast, ja, einfach nicht mehr anzuschauen, sondern in positiven Affirmationen zu gehen? Wie fühlt es sich für dich an, ja, etwas, was dich ein Leben lang begleitet hat, auf einmal zu durchtrennen, okay, und gar nicht mehr bei dir zu haben? Was fühlst du? Also hier geht es darum, dass du im Monat November viel Introspektion haben wirst. Ja, wir werden auch einige Löwen unter euch haben, die mit Zwilling, Steinbock, Wassermann zu tun haben, vielleicht auch mit einer Jungfrau, okay? Aber wichtig ist hier, dass ihr im Monat November eine Neugier an den Tag legen dürft. Ja, Sternzeichen Löwegeborene. Sowohl in der Arbeit eine neue Integration zu finden, Grenzen zu ziehen, in eure Gelassenheit zu bringen,
ein Gleichgewicht zu ziehen, Arbeitskollegen auch die Grenzen zu zeigen, auch mal Nein zu sagen, ruhiger zu werden, eure Emotionen runterzufahren, ja, nicht euren Druck zu Hause auszulassen oder bei den Kindern oder auf der Arbeit, sondern herauszufinden, was löst gerade meine Unstimmigkeit aus. Die richtigen Antworten liegen in dir. Alles, was du zweifelst, alles, was du hinterfragen möchtest, alles, was du erkennen möchtest, auch in der Liebe, lebt in dir. Meditiere, geh in die Badewanne, mache ein Salzbad, Augen zu, Kerze an von mir aus, geh in dein Herzchakra rein und bitte auch dort um Heilung, um Frieden, um Wegweisung. In der Badewanne ist der beste Moment, wo wir auch unsere Emotionen fließen lassen. Das Wasser ist die Leitung quasi der Emotionen, der Gefühle. Und es ist wichtig, da im Einklang mit dir selber zu kommen. Der Monat November heißt, deine Hingabe wird getestet. Diese harte Arbeit, die du vor dir stehen hast mit Entscheidungen, mit Gedankenkarussellen loszulassen, mit bleibe ich mit diesem Partner oder bleibe ich nicht mit dieser Partnerin, ja, gehe ich einen Schritt auf meinen Wunschpartner zu, ja oder nein, soll ich diese Diät anfangen, ja oder nein, soll ich diese Therapie machen, ja oder nein, soll ich meinen Kindern jetzt sagen, dass ich mich trennen möchte, ja oder nein, also Fragen über Fragen werden im Monat November kommen, okay, das darf auch sein, weil das zeigt den neuen Entwicklungsprozess, die Veränderung, vor allen Dingen die Weisheit vom Sternzeichen, Löwe geborene, bewusst und unbewusster Natur. Es kommt Bewegung in dein Leben, bring du aber auch Liebe in die Situation. Das heißt, habe Verständnis für dich und für die Menschen. Habe auch Verständnis, dass manche Dinge sich anders kristallisieren im Monat November, wie als das, was du wolltest. Pläne können vielleicht auf den Kopf gehauen werden, ja. Es kann sich etwas verzögern, es können auch unvorhergesehene Sachen passieren, finanzieller Natur, beruflicher Natur, aber auch gesundheitlicher Natur. Darum ist es umso wichtig, dass du hier in deiner Ruhe bleibst, ja, dass du gelassen bleibst, dass das Universum immer einen besseren Plan hat für dich. Die göttliche Führung wird dir zuteil werden, immer und dann, wenn du Liebe, Verständnis, Wertschätzung für dich selber hast, auch für die Menschen, um die es gerade geht. Nicht immer alles tot zu reden, nicht immer alles impulsiv zu klären, sondern aus der Liebe heraus. Der Monat November, am 11. November, ja, wird etwas Wunderbares passieren. Was auch immer, der 11. November wird für dich eine Aussagekraft haben. Am 11. November wird ein Geschehnis sein. 11 kann auch eine Glückszahl sein, ein Geburtsdatum, eine Hausnummer von deinem Herzensmenschen, Kind, von dir, was auch immer. Eine besondere Bedeutung. Aber auch bis in den nächsten 11 Monaten, sobald du dieses Video siehst, von den ersten 11 Minuten bis zu den nächsten 11 Monaten, wird sich hier bei dir etwas verändern, zu deinem Gunsten immer. Ja, weil hier wird sich was manifestieren, was dich auf eine Reise des Wohlbefindens, des Glücks, der Freiheit, der Göttlichkeit bringt, der Meditation, der Kreativität, aber vor allen Dingen in eine Liebe, die schneller wachsen kann, wie das du für möglich hältst. Ja? Also die Hingabe wird getestet in Beruf, Gesundheit, Familie, Freunde, Arbeit. Ja? Bringe mehr Empathie rein, Zwilling, Steinbock, Wassermann, Jungfrau, Krebs vielleicht hier auch noch könnte mit im Spiel sein, in deiner Geburtskarte oder mit diesen Menschen wirst du es zu tun haben. Okay, die richtigen Antworten kommen, sobald du den Spiegel vor Augen hältst, sobald du Entscheidungen triffst, sobald du manifestierst, meditierst, ruhig bleibst, erkennst, auch die geistige Welt um Hilfe bittest. Ja? Paare unter euch, es gibt ein paar Paare, die sich trennen werden im Monat November, weil der Druck einfach zu groß ist, weil man einfach nicht mehr kann, man hat zu viel geleistet. Ja? Die harte Arbeit bedeutet dann, dass du dich von einem Menschen, von einer Situation befreien kannst, die dich toxisch irgendwie beladen hat. Okay, das heißt dann halt die Trennung und deswegen kommen die richtigen Antworten, wenn du meditierst, ob du mit diesen Menschen zusammenbleibst oder nicht. Okay, das wird sich dann zeigen, aber wenn du Verständnis reinbringst und sagst, ich kann nicht mehr, es ist mir zu viel, ich habe auch keine Angst, alleine zu sein und es ist der richtige Weg, dann mache es. Ja? Andere von euch werdet ihr natürlich erkennen, dass trotz dieser schwierigen Situationen, ja, ihr zueinander gehört, trotz dieser schwierigen Situation eure Liebe stark ist und ihr immer wieder zusammenfindet, ihr haltet zusammen, auch wenn es schwer ist, auch wenn ihr streitet, aber viele werdet ihr erkennen, dass im Monat November die Liebe, die Gefühle, der Zusammenhalt, das Verständnis zu diesem Partner auf einmal neu aufblühen wird. Ja, es kann auch sein, dass eine Dreieckskiste rauskommt oder einer von euch in einer Dreieckskiste sich befindet oder befinden kann. Ja, es kann sein, dass die rauskommt, aber für die einen oder anderen führt es dann zur Trennung und andere werden sich dann verzeihen, weil in einem Gespräch herauskommt, warum diese Dreieckskiste entstanden ist. Und da kann man natürlich auch bei den einen oder anderen hier Löwen natürlich noch was regeln. Ja? Es gibt Passion, es gibt Leidenschaft, es gibt ganz viele Kommunikation, Klärungen vor allen Dingen, ja. Viele wunderschöne Momente, die dich beglücken werden mit dieser Konnektion, mit dieser Partnerschaft, die du gerade hast.
Und für viele auch mit die, die ihr haben werdet, ja. Singles, es wird eine Liebe kommen, die schneller kommen kann, wie du gucken kannst. Die Selbstliebe vor allen Dingen. Der Seelenruf ist ausgerichtet, ja. Eine Seelenkonnektion kommt auf dich zu. Single, kann sein mit jemand Neues, kann auch sein mit jemand aus der Vergangenheit. Aber du musst auch Single sein, okay? Single, hier geht es darum, deine Hingabe wird getestet. Wie weit möchtest du wirklich in einer festen, gesunden Partnerschaft sein? Wie weit hast du aus dieser Partnerschaft gelernt? Wie sind meine Partnerschaften auseinandergegangen? Ja, was habe ich dann immer beigetragen? Was sind meine Bedürfnisse heute? Also Löwe, es wird eine spannende Situation im Monat November. Möchtest du mehr wissen, schreib mich an für eine private Legung, für eine zielorientierte Therapie und ich gebe dir gerne noch Termine, okay? Und hier ist es wichtig, dass die Singles unter euch jemanden kennenlernen können, wenn ihr ihn sogar schon kennengelernt habt. Ja, aber eine Entscheidung wird getroffen werden müssen in der Liebe, in den Finanzen, im Beruf, in der Gesundheit vor allen Dingen, immer dich für dich selber entscheiden. Die Entscheidung soll immer für dich selber ausgehen. Du. Brauchst du Hilfe? Bitte um Rat, bitte um Hilfe. Ja, mach einen gesunden Mittelweg für dich selber. Überanstrenge dich nicht, ja. Denk dran, die Liebe hat Vorrang, ja, aber die Liebe für dich selber, damit auch die Gesundheit stabilisiert wird, damit die Ehrlichkeit stabilisiert wird, damit die Arbeit die richtige Aufmerksamkeit bekommt, die sie bedarf, die Familie die richtige Aufmerksamkeit, deine Gesundheit, dein Wohlbefinden. Ja, lass dich nicht manipulieren. Hast du ein Problem, Gewicht abzunehmen, schalte ein bei Alena Spirituals Live, bei meinem zweiten Kanal. Da werde ich dir erklären, warum manche Menschen halt einfach nicht abnehmen können. Das kommt in dieser Woche ab. Auf die Plattform hier bei YouTube, ja, werde ich es hochfahren. Also hier geht es auch um Abnehmen, hier geht es auch um Schwangerschaften, hier geht es auch um Genesungen, die ein bisschen verspäten kommen. Aber es ist nicht schlimm, die harte Arbeit, alles, was du in dir selber investierst, in deinem Veränderungsprozess, Löwe, wird sich im Monat November auszahlen, immer und dann, wenn du im Vertrauen bleibst, in der Liebe bleibst, in der Ehrlichkeit bleibst, in der Gelassenheit bleibst, ja, und auch wirklich hier die Situation alle mit Liebe füllst, weil die harte Arbeit wird sich komplett auszahlen. Löwe, es ist eine mega klasse Legung. Ich wünsche dir alles erdenkliche Liebe. Ich möchte aber nochmal schauen, ob wir eine Engelsenergie haben, die dich begleiten wird. Ja, ich sage die ganze Zeit Neugierde. Guck mal, der Engel der Neugierde möchte dir sagen, Neugier weckt dein Interesse an deiner Umwelt und fordert dich heraus, Dinge auch mal mit einem anderen Auge zu sehen. Dein Engel unterstützt dich dabei, offen zu sein und Neues zu entdecken. Die Botschaft deines Engels lautet: Lass dich immer wieder vom Leben und deinen Mitmenschen überraschen. Lasse dich überraschen. Die Antworten stecken in dir, ja, und in deiner Außenwelt. Aber lass dich überraschen. Sei neugierig auf das Wunderschöne, was dir noch im Leben geboten wird. Wow, ich wünsche dir, Löwe, alles erdenkliche Liebe. Fühl dich von mir herzlich gedrückt. Gib dem Leben und die Liebe die Farbe, die dich glücklich macht. Und denk dran, deine Intuition führt dich immer zu mir, sobald der Moment erreicht ist. Löwe, ich wünsche dir alles Liebe und denk dran, zielorientierte Therapien, schreib mich an. Okay, danke, dass ihr meinen Kanal Alena Tarot als auch Alena Spirituals Live abonniert, liked, teilt, kommentiert, Face, Insta, ja, einfach ein bisschen publik macht, damit wir weiterhin wachsen können, damit wir auch in diesen beiden Kanälen euch immer wieder die Nachrichten geben können, die gerade für euch bestimmt sind, euch in Resonanz bringt und einfach wisst, was in diesem Monat auf euch zukommt, wie euer Entwicklungsstand ist, aber vor allen Dingen, wie wertvoll die geistige Welt wirklich an euch am Arbeiten ist. Löwe, keine Angst, ab nach vorne. Du wirst alle Prüfungen bestehen, immer und dann, wenn du bereit bist, auch etwas dafür zu tun. Okay, Löwe, ich wünsche dir alles Liebe und wir hören uns. Bye.